stehen zu dürfen. Vielen Dank. Ich habe einen Text mitgebracht, der von Beziehungsaltlasten und Freiheit handelt. Und er wird von manchen liebevoll der Piratentext genannt, aber eigentlich heißt er entfesselt. Freiheit oder Fesseln? Was ist besser? Die Wahl stand bisher nicht zur Debatte. Weil ich sie niemals hatte, griff ich doch immer nach Brennnesselfesseln. Die Berührung schmerzte, auch jetzt noch geht es unter die Haut. Die Zeit heilt alle Stunden der Freisamkeit, doch die Wunde bleibt, prickelt und sticht, wenn mich wieder Worte geißeln, Zeilen ein Meißeln zwischen die Schläfen, sichere Häfen steuerst du an, wann endlich siehst du, dass ich dabei seekrank werde? So viel gekotzt und so viel geweint, dass beides im Meer verdünnt und vergessen wird, was vergossen wurde. Geschossen wurde genug, nun ist Waffenstillstand. Stillstand. Die schlimmste Waffe des Lebens. Quarantäne, Krankenruhe, ein halb beschriebenes Blatt, ein letztes Blatt am Dezemberbaum, ein Sommernachtstraum ohne Darsteller, wie Dämmerung ohne Götter, ein Dämmerzustand ohne Sonne. Ich will meine Sonne wieder, meine Haut ohne Brennen, meine Augen mit Glanz, mein Konstrukt wieder ganz. Muttersprache umarmt mich in solchen Momenten und sagt, nur wenn du von allen guten Geistern verlassen bist, ist doch dein Geist frei. Wie gern ich das will. Wieder wollen. Nicht nur eines, sondern alles. Die Fesseln kappen und mich verpuppen, damit Libellenflügel wachsen und Wachs sein in meinen eigenen Händen. Schöpfen und formen, die Normen umsegeln und selber regeln, was gefällt, wird und was wachsen darf. Mich wieder hingeben und hergeben aus vollem Herzen. Das Hier und Jetzt nehmen und leben, einfach weil es gut tut. Guten Mutes strahlen, fließen, tun und lassen, was mir nicht gefällt. Die Welt könnte einfach so, so einfach sein. Einfach im Vorratsschrank voller Pralinen und keine davon mit Bittermandeln. Man könnte so schön wandeln in den Welten, die sich eröffnen, wenn man endlich mal in sich zelten geht. Selten weht dort der Wind, der den Duft alter Zeiten mit sich trägt oder Rauchzeichen, die sich einbrennen und zu ersticken versuchen. Hier gibt es nur Kuchen, ein Iss mich und trink mich, ein Wachsen und Schrumpfen und ewiges Suchen. Kein Jammern und Fluchen, dass es noch brennt und man nicht vergessen kann. Ein Leid, das man nicht ermessen kann und einen begleitet auf Schritt und Tritt, wie ein treudofer Hund, der selbst im Tierheim abgelehnt wurde. Keine Flohköterkacke, keine Handschellen, deren Schlüssel man verloren hat. Kein Drum prüf, was sich nicht ewig bindet, ob nicht das Herz in Schmerz sich windet. Nichts von alledem. Nur Licht, eine ewige Quelle und Klopfen des Herz, das nur für eine schlägt, die Veränderung. Wind in den Segeln, Leinen los, packen wir den Rum ein, begraben wir die 15 Mann in der Totenmannskiste und tanzen darauf. Yo, ho! Entfacht und entfesselt, eingekesselt, die Angst wäre doch gelacht, wenn wir diesen Schatz wieder hergeben würden. Nein, machen wir einen großen Satz Richtung Horizont. Salz auf der Haut und Sonne im Blick. Kein Silberblick, sondern goldene Zeiten den Pupillen. Den Durst stillen nach Abenteuer. Der Abend war teuer, na und? Die Nacht gehört nicht den Schattengewächsen, sondern Sonnenblumen. Die Tequila Sunrise trinken und das Leben grundlos feiern, weil es sich selbst doch Grund genug sein sollte. Der Arsch geht nicht auf Grundeis, wenn das in die Sonne scheint. Und wir sind geboren, um Reflektoren zu sein, um zu spüren, was unser Zentrum bewegt und entflammt und wieder nach außen zu geben. Und das Innen und Außen neu zu verweben und zu beben und zu leben und dem Energieerhaltungssatz eine neue Bedeutung zu geben. Überleben lässt sich nicht reden, wenn Überleben über Leben steht und wir mit unseren Fesseln verschmelzen und uns identifizieren mit unseren Schmerzen oder mit ihrem Auslöser. Wir nehmen all das wahr, aber wir sollten wahrhaben wollen, dass wir das nicht sind, dass wir nur uns wahr haben und alles andere projizieren, einen Defekt in unserem Reflektor. Folterknechte und Fesselungskünstler, hiermit reiche ich die Unabhängigkeitserklärung ein. Ich will meine eigenen Grundrechte wahren, enteignen die Zaren, die Kaiser vom Stuhl kippen, die Könige entkronen, gegen die Paschas putschen, die Tyrannen entmannen und die Despoten mit der Flinte schroten. Niemandes platonische Leibeigene sein, mein Leib, mein Leben und meine Liebe. Ohne Empfänger und Absender, aber immer im Umlauf, bahnziehend im Blut, Transfusion, Transformation, Transformation. Tanzen, alleine, frei und im Spotlight. Denn die Würde des Menschen ist unantanzbar. Dankeschön.